Hallo, ich grüße dich. Heute möchte ich mal ein Video drehen und dir ein paar wertvolle Tipps geben, wenn du mit dem Gedanken spielst, dein eigenes Business zu starten. Und damit meine ich, dich erstmal selbstständig zu machen, dein Gewerbe anzumelden. Ist in Deutschland super easy, geht super schnell, kostet dich maximal, glaube ich, 40 Euro, kommt drauf an, wo du wohnst. Und dich einfach loszulösen von diesem 9 to 5, also morgens immer zur selben Zeit aufstehen, an selben Ort fahren, immer das Gleiche tun, für die gleichen Leute arbeiten, mit den gleichen Leuten arbeiten, sondern dich da mal loszulösen, dich selbstständig zu machen, weil du dann mit unterschiedlichen Leuten arbeiten kannst, immer wieder neue Leute kennenlernst, örtlich nicht so gebunden bist, einfach freier bist. Ja? Deswegen heißt es ja auch freiberuflich. Wenn dich das alles interessiert, dann bleib dran. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ja, hi. Schön, dass du immer noch dabei bist, und heute möchte ich einfach das Allerwichtigste, was du betrachten musst, den allerwichtigsten Punkt, wenn es darum geht, dass du dich selbstständig machen möchtest. Und das ist der Zielgruppenbesitz. Was meine ich mit dem Zielgruppenbesitz? Viele Leute nicht verstanden haben, also das heißt häufig, naja, also du brauchst ein gewisses Maß an Startkapital, und wenn du das nicht hast, dann kannst du dich nicht selbstständig machen. Das kann unter Umständen richtig sein, und es ist natürlich immer leichter, wenn man Geld hat, ja, als wenn man kein Geld hat. Aber mal angenommen, du hast jetzt kein Geld und du bekommst jetzt auch kein Geld, zumindest nicht zu den Konditionen, wie du es gerne hättest. Und ich denke, das sind eine ganze Menge Leute da draußen, die in dieser Situation sind, dass sie einfach sagen, das Ganze ist wie so ein Teufelskreislauf. Ja? Ich möchte mich selbstständig machen, um sozusagen finanziell freier zu werden, um mehr Geld zu verdienen und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite habe ich das nötige Geld nicht dazu, um mich selbstständig zu machen. Ja, also diese typischen Teufelskreisläufe. Ja, wer schon hat, bekommt schneller mehr, und wer noch nichts hat, kommt eben nicht raus aus seinem Loch. Ja, und ich weiß ganz genau, wie das ist, weil ich war da auch öfter mal in so einer Situation in meinem Leben. Ne? Bin ja auch schon ein bisschen fortgeschritten, gehe ja schon auf die 35 jetzt langsam zu. Und deswegen einfach mal vom Mindset her, wenn du dir jetzt auch schon den Kopf zerbrochen hast, schon seit längerem, wie bekomme ich mein Startkapital? Die meiner Meinung nach wichtigste Komponente, abgesehen von Geld, ist der Zielgruppenbesitz. Und Zielgruppenbesitz ist etwas, den kannst du dir mit Fleiß erarbeiten. Und wenn du den erstmal erarbeitet hast, und das kann meinetwegen auch mal ein Jahr dauern oder zwei, ja, dann bist du unglaublich wertvoll für deine Nische. Also du suchst dir natürlich ein spezielles Gebiet aus, ist ja logisch, weil du kannst ja nicht Zielgruppenbesitz aufbauen in beliebig vielen Branchen. Ja, das kann niemand, macht auch gar keinen Sinn. Das heißt, du suchst dir einfach irgendwie eine ganz spezielle Nische aus. Zum Beispiel, du bist ein cooler Grafikdesigner-Typ, Webdesigner-Typ, und aus irgendeinem Grund hast du ein Faible für Zahnarztpraxen, ja? Also es gibt noch so viele Zahnarztpraxen da draußen mit einer wirklich miserablen Webseite. Dann entscheide dich, das ist meine Zielgruppe. Und dann baust du dir Zielgruppenbesitz auf, indem du hier einfach googelst und die Tools nimmst, die du frei zur Verfügung hast. Und das ist heutzutage sowieso so easy alles, ja? Vor 25 Jahren war die Welt einfach noch ganz anders. Da hast du so einen fetten Wälzer gehabt, so gelbe Seiten, ja. Kennt wahrscheinlich heute fast keiner mehr von denen, die hier zuschauen. Und musstest da rumblättern und in der Hoffnung, dass da auch alles drinsteht, was du brauchst, ja. Heute hast du das Google,
Und in Google ist alles, ja. Es gibt nichts, was du nicht findest in Google. Und du rufst einfach dort an, telefonierst, ja. Das ist gratis, kostet dich kein Geld. Ne? Heute hat jeder seine Flatrate und du telefonierst dich einfach durch. Du nimmst jetzt erstmal die Zielgruppe Zahnärzte in dem Beispiel, um dann bei dem Beispiel zu bleiben. Dann sagst du dir, okay, ich will alle Zahnärzte im Münchner Großraum, oder wenn du aus Frankfurt kommst, nimmst du den Frankfurter Großraum. Wenn du aus Köln kommst, nimmst du Köln und so weiter. Warum? Weil du dort die auch dann persönlich mal eben kurz treffen kannst, dich dort vorstellen kannst, einen Termin ausmachen kannst, ohne dass du jetzt auch noch große Reisekosten hast. Und dann telefonierst du die alle ab, ja, fertig, ja. Und wirbst hier deine Kunden. Und jetzt kommt der springende Punkt. Um diese Zielgruppen, diesen Zielgruppenbesitz auch wirklich professionell aufbauen zu können, bitte befolge diesen einen Rat. Nutze von der ersten Minute an, nutze ein CRM, ein Customer Relationship Management Tool. Das ist nichts anderes als wie eine Datenbank, wo du all deine Kontakte, die du dir erarbeitest, drin speicherst. Wenn du jetzt, sagen wir mal, schon Office hast, ne, dann kannst du theoretisch auch Outlook hernehmen, oder du kannst auch irgendwelche anderen Sachen nehmen, wo du auch Kontakte speichern kannst. Aber nutze ein professionelles CRM. Das kostet dich am Anfang vielleicht, was weiß ich, ja, 2-3 Kinokarten im Monat, ja, 20, 30, 40 Euro, irgendwie sowas. Es gibt auch, die billigsten starten bei 19 Euro, aber dann wirst du halt, wenn du mehr Kontakte hast, also sagen wir mal 100 oder 200 Kontakte, dann wirst du auch dann eine größere Datenbank dann mieten müssen, und dann also bist du halt irgendwo bei 30, 40, 50 Euro. Ja, also das ist wirklich kein Geld heutzutage. Also das ist wirklich, wirklich deflationäre Beträge sind das, ja. Also wo du vor 10, 15 Jahren noch ewig viel Geld hinlegen musstest für Software, ne, kannst du heute zum Spottpreis, ja, absoluter Spottpreis. Ja, wenn ich das vor 20 Jahren alles gehabt hätte, diese ganzen Möglichkeiten, ja. Aber gut. Und ich habe dir dazu hier unten einen Link reingemacht, ja. Also schau dir das einfach mal selber an und urteile selbst. Ich kann dir nur eins sagen, es gibt wirklich ganz viele, viele Leute, die einfach anfangen, nicht strukturiert anfangen von Anfang an und dann irgendwann in Teufelsküche kommen, ja, mit irgendwelchen Excel-Sheets, überall einen Fleckenteppich haben von Informationen und dann nicht mehr genau wissen, mit wem haben sie genau was besprochen, was sind die wichtigsten Wiedervorlagen. Ja, Wiedervorlage ist einfach eine Liste von Kontakten, die du zum ganz speziellen, aus einem ganz speziellen Grund nochmal kontaktieren musst, ja. Und das Ganze so, dass du einfach auf einen Blick sofort Bescheid weißt. Das ist wirklich, wirklich wichtig, ja. Nicht, dass du jedes Mal, wenn du auf dem Excel-Sheet schaust, ja, dass du da erstmal wieder 5 Minuten brauchst, bis du dich reingelesen hast, ja. Und viel Text zum Beispiel zu schreiben, ist in Excel-Sheet sehr schlecht. Was auch beim Excel-Sheet sehr umständlich ist, dass du es mit deinem E-Mail-Client verknüpfst, ja, dass du letztendlich jedes E-Mail, das du verschickst, automatisch in deinem in deinem System drinnen hast. Ne? Alles, was du über einen Kalender abbildest, ja, also jeden Termin, den du gemacht hast, jede Wiedervorlage, die du dir auch nochmal terminlich, also Zeit und Ort, genau in deinem Kalender sozusagen ankreuzt, ja, digital. Du hast dann alles in einem drinnen, ja, wirklich alles in einem. Und du musst es so, wenn du morgens aufstehst oder wenn dich jemand morgens um 2 Uhr morgens weckt, ja, dann musst du quasi anschalten können den Computer und im System innerhalb von 2 Sekunden verstehen, okay, was sind meine 20 wichtigsten To-Dos. Ja? Also das ist wirklich entscheidend, und ich habe den Fehler auch häufig gesehen bei anderen, und ich habe ihn auch früher gemacht, dass ich einfach gesagt habe, ist doch so viel einfacher, ne? So Excel-Sheet, weil man das einfach gewohnt ist und man es kennt, und dort dann irgendwie was mit Kontakten zu machen. Und es gibt heute noch so viele auch Rechtsanwälte, die ich kennenlernen durfte,
Ärzte und so weiter, die halt alles möglichen Kram mit Excel immer noch abbilden. Und Excel ist ein reines Kalkulationstool. Excel ist kein Tool, wo du Kundenlisten aufbaust, ja, wo du Zielgruppenbesitzlisten aufbaust mit, ja. Es ist dafür überhaupt nicht entwickelt worden, ja. Und auch nicht Outlook. Outlook wurde entwickelt, um E-Mails zu versenden. Punkt. Ja. Und deswegen hat, wenn du zum Beispiel Microsoft anschaust, deswegen hat ja Microsoft Dynamics. Na, warum gibt es dann Dynamics, wenn Excel dafür ist? Und aber es ist nochmal, es gibt eine Vielzahl von CRMs. Ja. Viele professionelle CRMs sind einfach für größere Firmen gedacht. Die sind einfach entsprechend teuer. Ne? Also ich glaube nicht, dass du gleich mal mit 100, 200 Euro einsteigen möchtest. Ja? Deswegen such dir was aus, was so im mittleren Preissegment ist, was alles hat, was du brauchst und vor allem, was für deinen Zweck ideal ist. Und wenn du halt viel telefonierst, wenn du viel Kundenkontakt hast und schnell sein musst, ja, glaube mir, dann sind solche Geschichten wie Salesforce und Microsoft Dynamics und so weiter, das sind Tools, wo für längere Prozesse und Vertriebszyklen und so weiter nichts für schnelle Aktionen, schnell, zack, 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 ja, dass du sagst, ich muss jetzt hier diese 100 Zahnärzte, um wieder beim Beispiel zu bleiben, diese 100 oder diese 1000 Zahnärzte will ich anrufen, ja, und am besten 20 die Stunde, dann habe ich 120 am Tag, ja, und das kriegst du nicht hin mit dem Salesforce, ja, oder mit eins von diesen größeren Tools, ja, die zum anderen sehr umständlich sein können, sehr allumfassend, ja, die ihren Zweck erfüllen, aber nicht für die Kaltakquise und nicht für schnelles Akquirieren, schnelles Arbeiten und zum anderen auch super teuer sind, besonders wenn du dann Support brauchst und also das ist wirklich was, das ist so wie ein Rolls-Royce, ja, ist ein schönes Auto, super teuer, aber wirklich nicht praktisch für den täglichen Gebrauch, ja. So, das soll es gewesen sein. Meine Empfehlung, ich verlinke dir hier unten was. Klick einfach drauf, schau es dir an. Du kannst dich da ein oder zwei Wochen auch umsonst anmelden. Es gibt fast kein CRM, wo du nicht mal umsonst irgendwie dich anmelden kannst, dich umschauen kannst. Das ist von vornherein klar. Und dann schau einfach, ob es dir das passt. Es gibt bestimmt insgesamt 3 oder 4 CRMs, die ich empfehlen würde. Ja, ich schau mal, wie viele ich unten reinmache. Vielleicht 2, vielleicht 3. Schauen wir mal, weil ich will jetzt dich auch nicht zu sehr verwirren. Ja. Okay, das soll es gewesen sein zu diesem Video. Wenn dich das irgendwie inspiriert hat oder weitergebracht hat, das ist auf jeden Fall ein sehr gut gemeintes Video, ja, bezüglich Excel, mit Excel arbeiten. Ich weiß, wie viele es tun, für Dinge, für Bereiche, wo Excel überhaupt nicht dafür geschaffen ist. Und es geht dann irgendwann in die Hose und dann musst du echt dann bitter bezahlen dafür, weil du einfach dich nicht mehr auskennst. Ja? Ich weiß, von was ich rede. Also, das soll es gewesen sein. Hier oben ist das nächste Video, wenn du Bock drauf hast. Und hier oben kannst du abonnieren, falls du meinen Kanal noch gar nicht abonniert hast. Und dann würde es mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis zum nächsten Mal also. Dein Thomas Klein. Ciao.